Ich weiß nicht, ob ich euch das Beispiel schon mal erzählt habe. Ich habe früher in Schweden gewohnt, also jetzt weiß ich, waren es 12, 13 Jahre, weiß nicht mehr. Und dann bin ich nach Österreich gezogen bin und habe dann da begonnen, eine Firma aufzubauen, wie man das halt so macht. Und habe halt mit so, sag mal, kleinen Unternehmen angefangen. Und so. Und das war voll alles easy, cheesy, cool. Und dann war mein Vater mit mir bei einem Freund von mir, der ist Anwalt. Und wir waren aber bei seiner Kollegin, weil der war halt so, weil sie immer gemeint hat, meine Eltern haben so die Ansicht, man braucht immer Experten. Also alle anderen wissen es besser. Ne? Und da gibt es den und der kann dir damit helfen. Und da gibt es den, der kann dir damit helfen. Und der weiß das und der weiß das. Wir wissen nichts, weil wir sind deppert, aber die anderen wissen das. Also du musst immer irgendwo hinrennen, wo du dir quasi was holst, ne? An Informationen. Also sie gehen halt dann zu der einen da. Ich weiß auch nicht mehr, warum das so war. Aber ich war da nicht dabei bei dem Gespräch, ja. Das hat mir dann der David nachher erzählt. Und dann fragt sie ja, und I'm not over it. Dann fragt sie, was macht denn ihre Tochter? Und ich war, also mein Titel war damals schon Psychologe, ne? Also war dann schon seit vielen, vielen Jahren, also in Schweden klinische Psychologin. Und dann sagt mein Vater, ja, meine Tochter, die ist Künstlerin. Aber mit dieser Energie das ist nichts, ja. Also quasi, erstens, ich habe keine Ahnung, was sie macht. Ich verstehe es nicht. Ja? Ich verstehe es nicht, weil was auch immer sie mit ihrem Zeug da macht. Hä? Und sie künstelt da umeinander, ne? Sie künstelt umeinander mit ihrem, was auch immer das ist, was sie macht. Sie ist Künstlerin. Das ist so geil. Oh, ich muss jedes Mal lachen, wenn ich das höre. Und das sagt mir der David, weißt du, was dein Vater gesagt hat? Und wir haben so lachen müssen. Und das war so die Anerkennung von, weil das, wie ich damals auch schon Business betrieben habe, war so von nixig, ja, also von, ich sage jetzt einmal so, von keiner Struktur. Und wenn du von keiner Struktur heraus arbeitest, lebst, kreierst und funktionierst, bist du ein Trottel. Bist einfach ein Trottel. Ja? Weil das kann nicht gehen. Ja? Und wir haben viele Menschen auch gesagt, aber auch unausgesprochen gesagt, so wie du das machst, das kann nicht funktionieren. Und dann hat mir eine auch gesagt, was hat sie gemacht eigentlich? Die wollte mir so zeigen, wie man Marketing betreibt oder keine Ahnung, irgendwas mit Business halt, ich weiß nicht mehr ganz genau, was das war, aber Online-Gedöns da. Und dann hat sie halt irrsinnig viel gelernt, wie man das halt macht und die Strategien und so macht man halt so wie, keine Ahnung, ich kann jetzt kein Beispiel nennen. Und dann sagt sie zu mir, und haben wir ein Meeting gehabt, und sagt sie, wie gehst du es bis jetzt an? Sage ich, weiß ich nicht, ich mach's einfach, ja. Und sie ist so, nee. Und ich so, ja. Und dann habe ich halt ein bisschen erzählt, wie ich es halt so mache. Und sie so, nee, echt jetzt? Und ich so, ja, wie lange schon? So und so lang. Und sie so, mit dem Resultat? Aha. Und sie so, nee. Also ganz ehrlich, du solltest nicht erfolgreich sein können, so wie du es machst. Ja? Und das war für mich so cool. Also ich habe es nicht als Bewertung, also es war von ihr eine Bewertung, klar. Aber ich habe es für mich als Anerkennung genommen. Und jetzt mit diesem Strukturgespräch, ne, war das für mich so, ja, weil ich es eben nicht aus Struktur heraus gemacht habe, weil es nicht nachvollziehbar ist, muss es dumm sein. So alles, was das ist, überall, wo ihr kreiert, in allen Lebensbereichen. Und so wie ihr es macht, ist nicht nachvollziehbar. Also, ergo, müsst ihr Idioten sein. Weil es die anderen nicht verstehen, müsst ihr Idioten sein. Logisch, oder? Nicht? Alles, was das ist, wenn sie das bitte zerstören und kreieren. Right, wrong, good, bad, pot, fuck, all nine shorts, boys, poor, zum Jans. Ja? Und für mich ist das so eine coole Einladung, ab jetzt noch mehr denn je voll dazu zu stehen. Sich zu seiner Weise voll zu committen und noch mehr zu erforschen,
wie man selber tickt. Also noch genauer hinhören, wie man selber tickt, noch genauer hinhören, wie man selber die Sachen angeht und wie man es macht und wie man anders kreiert. Und aus dem heraus dann zu schauen, ah, wie kann ich mich noch mehr nutzen? Ja, wie kann ich mich noch so viel mehr nutzen für mich, für mein Leben, für meine Kreation, für Bam? Ja, wo du unstoppbar bist, auch sogar dir gegenüber unstoppbar. So alles, was das ist und alles, was nicht erlaubt wird, ist bitte zerstören und kreieren. Right, wrong, good, bad, pot, pock, all nine shorts, boys, poverts and beyonds. Weil was man nämlich macht, man schaut immer gerne auf andere, man schaut immer gerne, wie es andere machen und hat seinen Fokus auf Vergleich oder das wirkt gut und ich mache es so, wie andere machen. Wenn man sich einmal überlegt, wie viel Zeit pro Tag verwendet man, um nach außen zu schauen? Also mal für sich zu schauen, okay, wie viel. Wenn ich mir mal so kurz, sagen wir mal, du hättest, ich bin jetzt kein Fan davon, ja, aber ich sage es jetzt einfach mal, keine Ahnung, warum ich sage, du hättest jetzt so eine Statistik für dich, ne? So eine, wo du es wirklich so dir krass aufschreibst, wie viele Minuten, Stunden pro Tag verwendest du, um nach außen zu schauen, was andere machen und wie es andere machen. Und das ist wahrscheinlich bei jedem von euch anders. Okay, so alles, was das ist und überall, wo das super selbstverständlich ist, und das ist so, und da denke ich gar nicht drüber nach und merke es gar nicht. Jetzt das bitte zerstören und kreieren. Right, wrong, good, bad, pot, pock, all nine shorts, boys, poets, me uns. Die Einladung ist jetzt, wie wäre es, wenn du diese Art zu funktionieren beginnst ab diesem jetzigen, in diesen 10 Sekunden in die andere Richtung zu wenden. Und zu merken, ganz praktisch, wenn du wieder mal irgendwo, keine Ahnung, auf das Dingerling da betätigst, dieses Telefon oder irgendwo, und du gehst auf irgendeine Zeitungsplattform, Social Media, ne? Zeitung von heutzutage, und du schaust, aha, was geht ab in der Welt, dass du innehältst und fragst, kreiert das jetzt wirklich mehr? Also mehr präsent zu sein und dieses Herumscrollen, kreiert das jetzt wirklich mehr? Und schaue ich wieder, wie es andere machen, und vielleicht stopp, leg's weg und schau mal in deine Welt, wie geht's dir gerade? Was kommt dir? Wie ist deine Welt? Was kannst du heute für dich erforschen und wie kannst du dich selber nutzen, mehr denn je und wie noch nie zuvor? Und alles, was das ist und alles, was nicht erlaubt wird, ist bitte zerstören und kreieren. Right, wrong, good, bad, pock, pock, all nine shorts, boys, poverts, me ons.